Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 1 auf der PlayStation 2. Ah, je, mein Lieblingsplanet. Wobei, das sage ich in letzter Zeit zu sehr vielen Planeten. Ja, aber das letzte Mal hat einfach nicht gut funktioniert, von dem her. Vielleicht ist das verständlich, warum ich da jetzt nicht so freundlich bin, den Planeten gegenüber eingestellt. Das Thema ist, wir sind hier mal wieder nur mit Ratchet unterwegs, weil Clank hier den Planeten nicht so wirklich betreten kann, ohne gleich eine gewischt zu bekommen. Und wenn ich die Kollegen hier länger leben lasse, kriege ich auch eine gewischt. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Oh. Die Viecher schon wieder. Ja. Okay, wenigstens kann ich die Bomben jeweils rechtzeitig sprengen. Ach, stimmt. Ich wollte das Nanotech eigentlich holen. Ah, ich vergesse das die ganze Zeit. Ja, jetzt ist auch zu spät. Jetzt verlasse ich den Planet jetzt erstmal nicht. In der nächsten schnellen Runde. Wenn das jetzt der Kurs zum Beispiel schnell abgeht, dann holen wir das nachher noch. Der Kollege. Kollege. Wie viel hältst du aus? 3 in dem Fall sogar. Das ist heftig. Die Waffe hat ich noch nie ausgewählt. Okay. Ich hatte doch den Bombenhandschuh ausgewählt ursprünglich mal. Ihr lebt mir zu lang. Eieieiei, ich bleib da mal hier unten. Wie zerlegen wir die denn am blödsten? Hallo? Ach, wie verschwindet die jetzt mal so? War das alles? War das nur einer? Hey Kollege! Du gehst bitte auch mal down. Nein, da will ich eigentlich gar nicht hoch. Nicht, solange die nicht explodiert ist. 35.000, das ist gut. Stimmt, wir haben das letzte Mal das PDA gekriegt. Habe ich gar nicht groß gezeigt. Das ist im Prinzip ein weiteres Gerät. Vielleicht zeige ich euch erstmal das Gerät. PDA, das Ding da, ist im Prinzip ein mobiler Shop. Wenn wir den einfach aufrufen, der funktioniert wie eine Waffe, dann haben wir hier ein paar tolle Sonderangebote, was dazu führt, dass es schweineteuer ist, da drüber zu kaufen. Aber man kann halt unterwegs Munition kaufen. Was auch nicht unbedingt unerheblich ist in vielleicht späteren Leveln. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das Ding nicht groß verwenden werde. Weil ich es halt in den früheren Playthroughs auch nie wirklich groß verwendet habe. Heißt ja nichts, dass es sich mal ändert. Eieieiei. Waffe. Bombenhandschuh. Ich habe da keine hingeschmissen. Jetzt aber, oder? Tot. Ich bin schon tot. Okay, das ging eindeutig zu schnell. Wir laufen einfach mal ein bisschen durch. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich keinen Clank auf dem Rücken habe und daher nicht allzu schnell vorwärts komme. Warum habe ich es überhaupt noch versucht? Einfach durchrennen ist, glaube ich, die schnellste Variante. Du kannst mir nichts groß anhaben, außer wenn ich direkt in die Bomben reinwerf. Renn. Aber ich meine, ich habe vorhin auch genug Schaden genommen. Also ein bisschen Schaden ist wohl immer. Das hat eindeutig besser funktioniert. Wir gehen mal hier. Au! Ein Leben noch, das ist nicht so gut, wenn ich das mal so sagen darf. Saugkanone. Nur mal Sicherheitshalber. Kommt mal runter. Hey, das ist ein Quarkbild, sehe ich bei dem Hintergrund. Jetzt verschwindet's. Jetzt ist das Quarkbild weg. Achso, das ist nicht verschwunden, das ist eine Reklametafel, oder? Ja, jetzt ist wieder sichtbar. Da, Quark. Eindeutig Quark. Mit einer Alarmsirene auf der muskulösen Schulter. Was ist Schulter? Auf dem Muskel. Oh, wir gehen mal hier. Ich habe echt nur einen einzigen Schuss noch frei. Also ein Treffer noch frei, meine ich damit. Okay, die sind alle down. Die Blitzdinger, Viecher sind auch alle down. Damit lässt sich arbeiten. Nein, 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 da wollen wir gar nicht oben bleiben. Mit dem Mist habe ich echt keinen einzigen Treffer frei. Okay, wir grinden mal hier runter. Und rennen einfach durch. Und hoffen, dass uns hier
Wie hat er mich blitzen können? Ich bin wieder ganz am Anfang. Nein. Merkt man meine Frustration? Wow, das war knapp, aber es hat funktioniert. Das ist ja eigentlich wurscht. Ich meine, solange ich keinen Schaden kriege, ist mir alles wurscht. Hauptsache keinen Schaden kriegen. Okay, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Das heißt, die einfach mal kurz ein bisschen aufhalten. Und dann bin ich schon sehr zufrieden. Okay, das lief erstaunlich gut. Ich wollte eigentlich nur die Leben anzeigen lassen. Das lief echt erstaunlich. Oh, Greifhaken. Den holen wir uns mal. Hui! Goldene Bolt. Und gleichzeitig aus dem Schussfeld. Das war mal eigentlich das Wichtigere an der ganzen Sache. Nicht die goldene Bolt. Okay, sehr schön. Ach, da oben hätten wir... da gäbe es eigentlich noch was anderes zu holen. Das sollten wir echt mal machen. So eine kleine To-Do-Liste. Was man noch alles erledigen könnte, wenn man mal ein kurzes Level verwischen sollte. Momentan haben wir aber keins. Du lösch mich bitte ganz lieb und gut. Da bin ich ja sehr verbunden mit. Dann gehen wir mal hier hoch, da noch hoch und hier dann gleich wieder geblitzt. Lass mich hoch. Jetzt bin ich zufrieden. Also, mir lässt man gerade echt keine Ruhe, ne? Die Türme gehen wenigstens komplett kaputt. Ist auch schon mal ein Anfang. Und dann grinden wir mal los. Ich glaube, das war jetzt sogar ein Safe Point. Und wir grinden das erste Mal in die andere Richtung, weil wir den Gegnern hier ausweichen müssen. Und nicht dem, was uns eigentlich hier erwartet. Junge! Wir wechseln einmal hier rüber. Das sollte einen von denen ausschalten. Das ist doch wunderbar. Na super. Gerade noch rüber geschafft. Wunderbar. Ach, du bist doch ein Arsch, ey. Okay, alle drei ausgeschalten. Wunderbar. Hey, willkommen in meinem Laden. Was kann ich für euch tun? Ich suche nach Drac. Klar, ja, ich habe jede Menge Angebote. Seit dem Angriff kommt ja keiner mehr her, um hier einzukaufen. Sind Sie okay? Tiefpreise, aber hallo! Ich habe einen kaputten Turbogaser, einen zerquetschten Carbonisierer oder hier diesen Infobot. Der Bombenangriff war wohl etwas laut. Aha, du bist ein gerissener Geschäftsmann. Pass auf, ich gebe dir den Infobot zum halben Preis. Sehr schön. Wenn du, lieber Kerle, hier mal deine Kisten vor der Hütte zerschlagen würdest, dann hättest du vermutlich die Kohle bereits zusammen. Interessant, okay. Na dann, holen wir uns den Infobot. Tja, das war's dann wohl für mich. Danke. Hör auf zu meckern, das war ein toller Preis. Also wirklich. Haben Sie nachts draußen Angst? Haben Sie tagsüber draußen Angst? Haben Sie einfach immer Angst? Dann brauchen Sie das, der Ultra Mac Unlimited. Dieser Mac ist das ultimative persönliche Abwehrsystem. Blark Industries nimmt jetzt Vorbestellungen an. Bestellen Sie, bevor es zu spät ist. Den hätte ich gern. Cool, na das nenne ich mal richtige Feuerkraft. Clank wird von Nightgrün anlaufen, wenn er das sieht. Ach ja. Falsche Richtung. Dann hätten wir ja den Kurs sogar geschafft. Hammer. Ich dachte, hier passiert was. In dem Fall, erstmal geht's hier nicht weiter. Es gäbe hier nämlich noch einen weiteren. Das ist der Taxi hier. Ja, aber das nutzen wir diesmal nicht. Wir haben den Kurs abgeschlossen. Sollen wir es Clank noch zeigen? Ach komm, wir gehen noch kurz zu Clank. Der soll ja Bescheid wissen. Oh. Oder es gibt gar keine... In dem Fall gibt es gar keine Animation dafür. Okay. Ja, dann verbleiben wir dabei. Dann hätte ich gesagt, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und wenn es dann wieder heißt, Let's Play Ratchet & Clank 1 auf der PlayStation 2. Bis dahin und tschüss.